Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. Ja, wir sehen hier, wo wir uns gerade befinden. Wir sind hier zwischen Marokko und Spanien, wobei, ja, zu dieser Zeit muss man sagen, zwischen Spanien und Spanien, denn ja, Marokko war zu der Zeit spanisches Protektorat. Und wir haben hier bei Gibraltar, also wirklich bei Gibraltar, eigentlich schon mittendrin, feindliche Schiffe versenkt, sowohl Kriegsschiffe als auch Handelsschiffe. Wir haben den wirklich allergrößten Teil unserer Munition verschossen und haben ja wirklich einige Erfolge erzielt. Das freut mich wirklich sehr. Jetzt heißt es aber Richtung Heimat schippern und wir werden hier einfach mitten durchfahren, in der Hoffnung, dass uns hier nicht nochmal größere Ansammlungen von Feinden entgegenkommen. Denn wir haben, ja, wie ich schon sagte, den größten Teil unserer Munition verschossen. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Was wir hier noch übrig haben. Ja, genau. Vordere Torpedos sind komplett leer. Davon hatten wir leider nochmal einen Versager. Und hinten unsere Torpedorohre sind zwar noch voll, die möchte ich aber wirklich für den Notfall noch an Bord lassen. Falls uns jetzt noch irgendwas über den Weg läuft, werden wir das dementsprechend, je nachdem, ob das ein bewachtes oder unbewachtes Schiff ist, werden wir das dann noch mit unseren Bordkanonen besetzen. Okay, wir bleiben erstmal aufgetaucht. Hier gibt es jetzt erstmal nichts, was uns gefährlich werden könnte. Ich wollte ihm gerade sagen, er soll jetzt mal ein bisschen über Wasser schauen. Okay, genau, das sollst du jetzt machen. Nimm dir ruhig die beiden dazu, wenn du so brauchst. Und die Rest können auf dem Bock bleiben. Halbe Fahrt voraus, das passt wunderbar. Und dann können wir die Zeit jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen. Ja, wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte, die wir hier hatten. Oh, was war das? Ach so, das war wahrscheinlich von den Überlebenden nochmal die Meldung, dass wir da einen Kontakt hatten. Und dann stellen wir die Spielzeit einfach nach vorne. Melde mich zum Dienst. Oh, wir haben eine Meldung vom BDU. Mal gucken, was die von uns wollen. So, der Herr Gericke, der kann dann mal ans Funkgerät gehen und diese Meldung für uns. Ups. Jetzt. So, Jawohl. da ist das Telegramm vom BDU. Mal gucken, was die wollen. Wir haben Informationen, dass das Frachtschiff Empire Union wichtige Technologien geladen hat. Es muss um jeden Preis versenkt werden. Okay. Gut. Dann gucken wir mal, wo soll das denn sein? Oh, ernsthaft? Schauen wir mal, wo fahren die wohl hin? Die kommen auf uns zu. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, Leute, dann müssen wir nochmal umdrehen. Genug Treibstoff und Sauerstoff und alles haben wir ja. Nur mit der Munition könnte es dann gefährlich werden. Aber das ist ja auch kein Problem. Wir ja, fahren erstmal. Ich denke mal, wir werden uns ungefähr hier treffen. Wir werden dann mit unseren Achtertorpedos wirken oder mit unserem Bordgeschütz. Je nachdem. Nicht zu schnell. 17 Uhr. Ja, es wird schon dunkel im Mittelmeer. Dann ist das doch wieder eine gute Uhrzeit für uns. Jetzt haben wir sogar schon 18 Uhr. Schauen wir mal. Wir sagen, wir werden dann auch an dem passenden Moment abtauchen. So. Ich brauche momentan nicht. Andere kann erstmal so bleiben. Ich glaube, wir bleiben noch. Wie weit sind die entfernt, circa? Noch 6 nautische Meilen. Ja, da bleiben wir noch ein bisschen dran. Also, ich meine, wir bleiben noch ein bisschen oben. Wenn da noch nicht untertauchen.
So, jetzt sollten wir das aber vielleicht mal tun. So. Schauen wir mal, ob wir dann eventuell schon irgendwas sehen. Durchs Periskop. Ja, da hinten sehen wir schon den Schornsteinrauch. So Leute, dann seht mal zu, dass ihr hier runterkommt. Weil die werden uns nicht sehen. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wir werden dann aber nicht mehr weiter diesen Kurs fahren, sondern, ja, wenn man jetzt irgendwie einen Kompass hätte hier, das wäre wirklich cool, wenn man sehen könnte, aus welcher Richtung die kommen. Ich sag mal, das sind ungefähr 30 Grad, die wir nach Steuerbord drehen müssen. Machen wir dann mal so. Ja, das sollte ungefähr passen. Da sind wir unter Wasser. Hervorragend. So, jetzt sind wir schon in derselben... So. Nanu? Dann... nee, Kommandant. Nee, nee, nee. Jetzt ist hier nicht die Zeit zum Schlafen. Und wir machen nochmal das rote Licht an. Ach, du machst jetzt das rote Licht an, ne? Ja gut, dann bist du schon mal auf. Dann bist du schon mal auf. Ach ne, hat jetzt doch schon andere das rote Licht angemacht. Ich dachte jetzt, weil ich den Kommandanten angewählt hatte, dass er das dann quasi macht. Und, oh. Wir haben hier... Wasser? Wir sind schon so lange auf See. Ich halte nicht mehr aus. Ach nee, hier, das wollte ich. Ach, wisst ihr was? Wir gehen direkt mal nach oben. So. Schneller Rundumblick. Da. Eins. Zwei, drei. Soweit alles Frachter. Vier. Das ist auch ein Frachter. Okay. Handelt es sich um vier Frachter, die in 060 von uns sind? Oder war hier noch einer? Nein? Okay. Ja, vier Frachter. Sehr schön. In 060. Das wäre dann... Moment, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Hier sind 360. Dann sind die ungefähr hier. Machen wir mal dahin. Dass ich mich jetzt hier völlig vertue. Das ist schon verrückt. Das Bild. Das Missionsziel ist dort. Schauen wir nochmal. Da haben wir uns jetzt ein bisschen gedreht. Ja. Jetzt sind sie auf. Fast geradeaus. 020 fängt der erste an. Können wir ruhig noch mal ein Stück so entgegenkommen. Nanu, wo sind die denn hin? Die sind echt noch ein ganzes Stück entfernt, ne? Warum ist denn das Missionsziel dann so nah dran?
Das ist ja auch verrückt. Jetzt haben wir sie auf direkt 000. Dann fahren wir mal noch ein Stück so. Denn die machen ja auch ein bisschen Fahrt noch. Und wir bleiben mal noch dort. Und da haben wir den Konvoi. Wunderbar. Die ersten beiden haben wir auch schon identifiziert. Boah. So. Keinerlei Bewaffnung. Sehr schön. Wir stoppen mal auf. Er hat auch keinerlei Bewaffnung. Wunderbar. Dann gucken wir nochmal durchs Periskop. Können wir hier Bewaffnung erkennen? Ja, er ist bewaffnet. Okay, und das ist die Empire Activity. Vorne und Achtern bewaffnet. Ups. Dann sollten wir tunlichst zumindest die Empire Activity mit unserem Achter-Torpedo zerstören. So, und einen letzten haben wir aber noch. Hier hinten. Die War Barata, die haben wir schon. Dann haben wir hier nochmal eine Einheit. Scheint auch nicht bewaffnet zu sein. Ja, das Problem ist, wir haben auch nur noch Hochexplosivgeschosse, fällt mir gerade ein, ne? Ja, das könnte interessant werden und etwas länger dauern. Ich denke, wir konzentrieren uns. Empire Marlow. Wir haben noch nicht unser Ziel gefunden, ne? Was hast du denn für einen Namen? Bisher noch keinen. Doch, da. Das ist die Union. Da ist sie doch. Die haben wir jetzt genau im Visier. Und schon anvisiert. Das ist. Ah, okay. Dahinter ist noch ein Schiff. Dann. Tja, Leute. Ich würde sagen, wir fahren mal noch ein Stück nach oben. Dafür gehen wir auch mal auf die große Fahrt, damit das schön fix geht. Dann drehen wir über Steuerbord, sodass wir unseren Achtertorpedo nutzen können. Und dann fangen wir mal mit dem Berechnen an. So, wir fahren vielleicht mal noch ein Stück mit. Halbe Fahrt reicht. So. Müssen wir mal gucken, wie weit. Oh Mann, das ist weniger als ein Kabel, ne? Das ist auch gefährlich. Wirklich sehr gefährlich. Aber das reicht. Stopp. So, dann messen wir mal kurz den Kurs aus hier. Nicht, dass wir hier noch kollidieren. So. Ja, das sollte gehen. Das sollte passen. Okay. Gut. Dann Empire Union, erstes Ziel. Ist einfach am wichtigsten. Ist die Frage, wollen wir die erstmal mit einem Torpedo zerstören? Und ist unser Torpedo überhaupt vorgewärmt hinten? Nicht, dass unser Starmer nochmal aufstehen muss. Wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Doch. Ist vorgewärmt. Ah, ist ein T2P1. Ah, Leute, die Chance für einen Versager ist gegeben. Und dann gucken wir noch mal, was hier. Wie weit ist die circa entfernt von unserer Position? Das wird nämlich jetzt auch noch mal eine Sache. Drei Kabel. Wir müssten schießen, bis sie hier ist. Das ist natürlich extrem knapp. Bin mir gar nicht mal so hundertprozentig sicher, wann die Sicherung des T2-Torpedos sich abschaltet. Ich meine, das wäre nach drei Kabeln. Ich bin mir aber nicht sicher.
Deswegen habe ich das auch immer mit 5 Kabel gemacht, wenn wir näher rangefahren sind. Weil da weiß ich, dass es in jedem Fall funktioniert. Ich weiß aber nicht, wie es mit 4 Kabel ist. Oder 4 Komma, von mir aus auch 3 Komma. Was wir machen könnten, ist, dass wir ihn vorbeiziehen lassen. Dann gehen wir nochmal auf äußerste Kraft. Versuchen, ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann schießen wir. Bis wohin müssten wir? Sagen wir mal, er ist dann hier. Na, ja, ungefähr bis da. Das sollte machbar sein. Wir nehmen das jetzt nochmal raus hier. So machen wir das. Hier können wir auch rausnehmen. So. Dann fahren wir hier hin. Gehen auf äußerste Kraft. Mal schauen. Wir können auch hier jetzt einfach gerade bleiben. Dann hier hinfahren. Ja, das sind 4,95 Kabel. Jetzt hätten wir 4,2 oder 3. Ja, jetzt haben wir 4,5, 4,6. Ne, ist über die Hälfte. Wisst ihr was? Das reicht mir. Das probieren wir. Die Empire Activity ist auch die einzigste ohne Bewaffnung. Das heißt, die ist sowieso außer Sichtweite. Ja, die hat keine Bewaffnung. Und da sich das hier um eine Liberty handelt, glaube ich, da sollten wir dann möglicherweise sowieso noch einen zweiten Torpedo einplanen. Und deswegen fangen wir jetzt dann schon mal das Rechnen an. Also, 180, das ist unser Schiff hier. Britischer Frachter. Ich würde mal sagen, dass das eine Liberty ist. Ja. Drei Kräne, zwei vorne, einer hinten. Hinten die Station für einen Schütz, genauso wie vorne. Das ist unser Ziel. Dann gucken wir mal, wie schnell du bist. Ist natürlich jetzt auch ein außerordentlich guter Winkel, ne? Okay, du bist auch noch vorgewärmt. Sieben Knoten fahren sie. Okay. Dann müssen wir mal den höchsten Punkt finden. Ja, ich denke, das ist einer von den Flaggenmasten hier. Circa hier. 5 Kabel. Ja, okay. Das ist gut. Und die fahren Kurs 090. Ungefähr. Wir können das nochmal auf der Karte schauen. Ja, gut. Vielleicht fahren sie 095. Das hatten wir letztes Mal auch schon eingestellt. Nehmen wir 095. Und dann ist es auch schon soweit. Liberty, Tiefgang, irgendwas mit 8 Meter. Ne, 7,2. Nehmen wir 4,5 Meter. Okay, dann heißt es jetzt abwarten. Okay, der Winkel ist doch nicht ganz so gut. Da hätte ich mir eben ein bisschen mehr von erhofft.
würde sagen, wir fahren dann jetzt schon mal ein Stück mit. Halbe Fahrt, dann haben wir auch 7 Knoten drauf. Du holst dir mal Hilfe, damit wir möglichst schnell nachladen können. Und, also, der Torpedo trifft, das sieht gut aus. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen, dass wir jetzt hier wieder einen Versager haben. Treffen tut er auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann schalten wir mal um. Moment, welche Seite wird getroffen? Das ist vorne, also die Seite. Oh, komm schon. Bitte kein Versager. Bitte kein Versager. Ah, oh, herrlich. Okay. Ich schau gerade, wo ist denn das andere Schiff? Da ist das Schiff, was direkt bei uns ist. Das war der Vorläufer. Und wo ist das bewaffnete Schiff? Ist das jetzt einfach weg, weil es nicht in unserer Sichtweite ist? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe es nicht. Na gut. Schauen wir mal, wie machst du dich? Ach, du liebe Zeit. Okay, da muss definitiv noch mal einer nach. Schauen wir mal, wo ist denn hier das andere Schiff? Das ist tatsächlich komplett aus der Sichtweite verschwunden. Wisst ihr was, Leute? Das andere Schiff muss ungefähr hier sein. Das sind 1 Meile. Ja, mit 1 Meile kann man mit dem Geschütz schon gut treffen. Da machen wir uns mal nichts vor. Torpedo ist noch nicht nachgeladen. Wir fahren erstmal mit. Torpedo geladen und vorgewärmt. Wie weit sind wir entfernt? Immer noch 5 Kabel. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir hier mal einen Schlenker. So. Und dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Gut, Entfernung. Ja, kommt. Lass uns die Entfernung nochmal gucken. Das werden immer noch 5 Kabel sein. Eigentlich ist es Quatsch, aber. Ja, 4, irgendwas. Dann, der wird jetzt die Geschwindigkeit verändert haben. Ich denke mal, dass der jetzt auf 6, vielleicht sogar 5 Knoten runter ist. Pedro ist vorgewärmt. Oh, und wir müssen natürlich aufstoppen. Ein so schöner Treffer. Und die Einheit, die liegt wie ein Brett im Wasser. So, gleich haben wir's. Ja, ist auf 5 Knoten runtergegangen. Das reicht mir. Den Rest lassen wir so. Und wir haben jetzt einen T1-Torpedo. Das heißt, wir können mal ruhig auf 40 Knoten gehen. Die werden nämlich jetzt auch Kursänderungen fahren. So Leute, und das war er. Das war unser letzter Torpedo. Ich würde sagen,
Wir fahren jetzt schön nah an die Einheit hier ran, dass die uns vielleicht sogar verdeckt hier. Und dann werden wir die hier noch mit unserem Bordgeschütz versenken. Ich glaube, das ist ein Plan. Wir schauen in der Zwischenzeit aber hier nochmal, ob der trifft und ob das ein Versager ist oder nicht. Da kommt er. Ja, trifft an dieselbe Stelle. Kein Versager. Sehr schön. Jetzt kommt es drauf an. Schiff brennt lichterloh. Das sieht erstmal gut aus. Er rennt hier komplett friedlich erstmal übers Oberdeck. Na gut. Alles gut. Wahrscheinlich erst noch ein Zigarettchen rauchen, ne? Ja, hervorragend. Okay. Das ist jetzt wirklich wichtig. Wenn die Einheit jetzt untergeht, dann haben wir die Mission sowieso erstmal erfolgreich beendet. Aber wir werden uns auf jeden Fall noch um eine weitere Einheit kümmern. Und das sieht sehr gut aus. Wunderbar. Wunder, wunderbar. 7200 Punkte gab das. Schön. Okay, so was, wir gehen auch mal auf große Fahrt hoch. Ist das die Einheit? Ja. Die wollen wir. So, komm schon. Schön verdecken. Verdeck uns. Ah, wir können gerade nicht schneller. Jetzt geben sie Gas. Jetzt geben sie Gas. Weißt du was? Er hier, er kriegt jetzt mal einen Kaffee und dann legen wir hier den Turbo-Modus ein. Mopsgeschwindigkeit quasi. Krieg es an den Bestätigt. Schrank. Links zweimal Kaffee. Und das macht der Kommandant übrigens auch, denn der hat jetzt gleich noch Aufgaben zu erledigen. Dich brauchen wir Kapitän? später auch noch, um die Meldung Bestätigt. abzusetzen, falls das BDU noch was möchte. Du kriegst deswegen auch mal ein bisschen Kaffee. Jetzt hat jeder Kaffee. Äußerste Kraft voraus. Und ab dafür. Okay. Ja, mache mir ein bisschen Sorgen, ne? Muss ich wirklich sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube aber. Ob der wird uns so erstmal nicht treffen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf große Fahrt. Dann tauchen wir jetzt auf und hoffen, dass das alles gut ist. Er kann gleich direkt schon mal funken, das soll mir egal sein. Oh, was ist denn das hier für eine Linie? Oh. Sind wir schon aufgetaucht? Nein. Aber wir sind gerade dabei. Okay, wir machen dann direkt mal den Kompressor an, sonst vergesse ich das nur wieder. Und du, mein guter Freund, gehst hier an. Hallo? Warum kann ich das nicht auswählen? Ja, müssen wir wieder selbst machen.
So. Das scheint ein kleiner Bug zu sein. Wir können ihm irgendwie nicht sagen, dass er in das Geschütz soll. Und sobald er hier oben in der Brücke steht, hat er auch ja, nicht die Möglichkeit, dass man ihn anwählt. Bisschen ärgerlich. So. Jetzt müsste es aber funktionieren. Und, oh, Leute, wir sind ein bisschen zu schnell. Wir sind ein bisschen zu schnell. Wir gehen mal auf langsame Fahrt runter. Ah, das gefällt mir nicht. Sind die schon auf uns? Ich höre nichts und ich sehe auch keine Wasserfontäne oder sowas. Aber wir machen hier schnelle und gute Fortschritte, Leute. Wir sind aber immer noch zu schnell. Ja, sehr gut, den haben wir schon. Wisst ihr was, Leute? Wenn er nicht auf uns schießt, wir schießen auf ihn. Das war ein bisschen zu hoch. Zweite Linie. Ah, wieder so ein ungünstiger Seegang für so ein Gefecht. 36 Schuss haben wir noch. Ich glaube, das war ein Treffer. Das war definitiv einer. Schauen wir mal. So, Activity. Neptun, halt das Boot ruhig. Ich sag's dir. Und ihr ladet schneller nach. Ja, wunderbar. Wir geben ihr Schaden. Und die scheinen mit ihren Geschützen nicht so ganz klar zu kommen. Die schießen nämlich nicht auf uns. Aber die Einheit brennt schon. Schuss noch. Komm schon, Leute, das kriegen wir hin. Ah, schade, aber nicht so. Schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war ein Treffer. Wir treffen aber immer die. Ah, wir treffen ihn schon. Wir treffen ihn schon. Und der läuft tatsächlich sogar voll. Ja, sehr schön. Mal, kann es sein, dass er sogar auf uns eindreht, damit er uns bekämpfen kann? Kann sein. Kommt schon, Leute, das wäre doch gelacht. 16 Schuss haben wir noch. Und wir haben ihn, ja, ich sag mal, zu 50% zerstört. Das wäre doch jetzt ein Witz, wenn wir das nicht hinkriegen. Und wir können leider nicht die Distanz verringern. Ja, das war ein schöner Treffer. Das war ein schöner Treffer. Okay. Sein Lebensbalken ist erstmal weg.
sparen wir uns noch die Munition und warten, ob er vollläuft. Das sieht nämlich gut aus. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, schön weiter, schön weiter. Jawohl. Okay, Leute. Und jetzt können wir auch ein bisschen näher ran. Er ist weg. Seine Bewaffnung hat ihm gar nichts gebracht. Und jetzt ist der Kamerad hier noch dran. Sehr schön. Und dafür können wir uns jetzt echt Ruhe und Zeit lassen. Der wird uns nicht mehr besonders viel entgegenzusetzen haben. Der hat keinerlei Bewaffnung. Ja, alles gut. Jetzt haben wir aber nur noch 12 Schuss oder 13 Schuss mit dem, der schon geladen ist. Ja, und ob wir die Einheit noch versenken, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier erstmal pausieren. Ja, okay, Leute. Eine Einheit steht noch zwischen uns und dem Heimtransit. Ich denke aber, mit den 12 Schuss werden wir das schon hinkriegen. Wir werden jetzt schön nah ranfahren und dann werden wir ihnen das Fürchten lernen. Und dann kriegen wir echt, echt viele Punkte. Und können, wenn wir dann zu Hause sind, unser Boot schön ausrüsten, upgraden und dann geht es wieder los. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Sammy. Ciao.